Die Planung am Hauptmarkt ist ein sehr außergewöhnliches Projekt, für Außenbeleuchtungen sehr komplex. Vor allem das Thema Denkmalschutz ist ein ganz großes hier in der Innenstadt. Wir haben einen hochwertigen Innenstadtbereich und es fanden im Planungszeitraum auch zwei Beleuchtungsproben statt, in denen wir die Lösungen untersucht haben. Am Rathaus sind 50 Leuchten platziert, die Details illuminieren, inszenieren. Und wir haben sehr kleine Leuchten an dem Rathaus dran, damit sie nicht so auffallen, die auch nicht so viel Licht erzeugen und die Details betonen. Und für die Platzbeleuchtung, für die Straßenbeleuchtung sind es insgesamt auf dem Hauptmarkt und in den Gassen 47 Stück. Es gibt auf dem unteren Hauptmarkt einen Kandelaber. Das ist eine ganz spezielle Leuchte, die es auch nur einmal gibt in Gotha. Ich weiß nicht, wo die sonst noch steht in Deutschland. Es ist eine Leuchte, die in den frühen 70er Jahren montiert wurde auf dem Hauptmarkt. Der Kandelaber ist, ich sage mal so, ein Wahrzeichen sicherlich für die Stadt Gotha, weil es ja auch auf dem wichtigsten Platz in Gotha steht. Dort war ganz wichtig, dass er beim Abtransport oder schon bei der Demontage nicht beschädigt wird, also nicht mehr, wie er vielleicht war, mit den vielen Jahren der Standzeit. Und genauso wichtig war es dann halt auch wieder der Rücktransport und das Aufbauen an die gleiche Stelle, ohne das gute Stück zu beschädigen. Im Wesentlichen ist noch ein Teil des oberen Hauptmarktes abzuschließen. Der untere Hauptmarkt sowie das Rathaus ist abgeschlossen. Wir haben am Hauptmarkt in Gotha bis Stand Juni 2021 ca. 10.000 Meter Kabel verlegt. Am Hauptmarkt Gotha werden wir durch den Einsatz der neuen LED-Technik sehr wahrscheinlich 50% Energie sparen mit dieser neuen LED-Technik. Anwohner sehen ja jetzt schon mal ein Ergebnis und gehen davon aus, dass ihr Hauptmarkt schon ein kleines Schmuckstück wird. Im Hintergrund ist ja unsere gute Seele, das ist der Costa. Der hat ca. 80% der jetzt fertiggestellten Flächen alleine gepflastert und bewegt im Großen und Ganzen am Tag so bei 12,5 Tonnen, also mindestens einen kompletten Dreiachser voll mit Pflaster. Und das alles per Hand. Ich war bereits auf sehr vielen Baustellen in Deutschland, auch schon oft in Erfurt oder Gotha. An einem Tag schaffe ich etwa 1000 Pflasterstände zu verlegen. Es kommt natürlich auf die Größe des Steins an. Aber für einen Quadratmeter Fläche benötige ich etwa 80 Stück. Hier in Gotha werde ich viel gefragt. Die Leute und Touristen sind wirklich sehr nett. Nur leider ist mein Deutsch nicht so gut, so dass ich nicht alles beantworten kann. Das Pflaster wird wieder in denselben Mustern verlegt, wie es vorher schon drin war, gerade in den Spiegeln mit den Ornamenten. Wird das genauso wieder hergestellt. Und das neue Material kommt, was Basalt ist, aus Vietnam. Und das Grauwacke-Pflaster, was neu kommt in die Gehwege, ist aus Indien. Die Anwohner von Gotha sehen jetzt, was es werden soll und sind schon von dem, was fertiggestellt worden ist, begeistert und sagen, das wird ein schöner Fleck. Gut aus.